Das ist natürlich blöd. Hier ist eine Biene, die gerade tanzt. Dance, dance, dance. Dancing Queen. Ich glaube, ich finde hier keinen Bambus mehr. Oh Gott. Prof, schnell gesungen von Prof. Ich warte noch auf den Tag, dass mir mal irgendwas geclaimt wird, was Prof dann gesungen hat. Würde mich stark wundern. Mich nicht. So wie ich das YouTube-System so kenne. Aber so wie ich das YouTube-System kenne. Wenn du kenne, einen Ton von irgendwas versehentlich triffst, dann ist es schon weg. Und weltweit gesperrt. Die Einnahmen gehen direkt an Warner Bros. Oh Gott. Oh Scheiße, ja, Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Meine Spitzhacke ist kaputt. Das ist scheiße. Hätte definitiv keinen Bambus mehr. Okay, zum Glück habe ich hier noch eine Eisenspitzhacke. Reicht vielleicht noch, bis ich oben bin. Hoffentlich. Sonst muss ich mit der Hand abbauen. Oh, Eisen. Jetzt habe ich 61 Eisen, 62, 30 Melonen. Okay, 64er Stack Eisen ist voll. Nice. Ich habe auch Gold gefunden, aber das konnte ich leider nicht abbauen. Voll, und schon ist wieder Nacht. Das ist schlecht. Okay, ich mache mir mal ein Bett eben. Aber ich habe auch, glaube ich, noch Gold. Wo ich ja alles verliere. Vor allem bevor die scheiß Phantome auftauchen. Okay, irgendwann muss ich doch hier oben ankommen, wenn ich mich jetzt hier. So. Also wenn ihr gedenkt ins Bett zu gehen, ich wäre bereit. Ich bin gerade in der Höhle, ich muss gerade versuchen hier hochzukommen. Bei mir ist noch lange kein Bett in der Nähe. Ich bin froh, wenn ich hier erstmal aus der Höhle rauskomme. Halt. Ach, danach habe ich wieder jede Menge Bruchstein. Das fällt aus, das Schlafen. Ja, zumindest spawnt hier anscheinend nichts. Und ich habe nur noch 5 Fackeln, ich sollte also bald mal oben ankommen. Ansonsten muss ich von hinten wieder welche mitnehmen. Und ich hör's schon regnen, also. Muss nichts heißen, aber. Es hat ja auch gerade erst angefangen. Das Gewittern habe ich auch gehört. Und hier ist Erde, das ist schon mal nicht verkehrt. Jetzt komme ich direkt unter Profs Haus raus. Und direkt unter Mordi, das wär's, wenn ich jetzt. Läuft gerade Mordi drüber. So weit habe ich mich lang gegraben. Ich bin unter der Erde bis in den. Ja, einfach bei. Ja, 4000, also 2000 gerade. Also. Das wäre was wert. Das wäre schon nicht schlecht. Und jetzt bei Modi ankommen würde. Ich bin auch auf einem Baum, also wäre das wirklich sehr seltsam. Okay, hier bin ich. Oh, ich bin direkt neben meinem Haus. Sehr schön. Hier geht's jetzt runter an die Mine. Ich hoffe, ich habe jetzt hier eine. Da geht's runter an. Doch, professionelle Mine. Wenn du dich hier runtergraben wirst, da gibt's ganz viel Eis, ganz viel Holz und so. Holz nicht, aber. Vielleicht auch Diamanten. So, jetzt können wir schlafen gehen. Das Beste aus der Holzmine. Ich lieg schon in einem Bett.
Oh, du liegst schon im Bett. Ich wäre dann auch bereit. Mit einer Fackel in der Hand. Also ich wäre auch in dem Bett. Sehr gut. Bett direkt mitgenommen, Spawnpoint wieder weg. So, jetzt müssen wir mal Eisen brennen. Perfekt. Ich muss echt langsam den einen Setzling, den ich noch brauche, holen und gucken, ob ich Bambus finde. Übrigens, ist hier vielleicht ein Bambusbiom in der Nähe? Ich hab keinen blassen Schimmer. Gucken, finden wir es raus. Würde ich auch sagen. / TP. Icericus nach Mordev. So, einmal auf Spectate setzen und los geht's. Dann wollen wir mal / Locate Biome Bamboo Jungle. Nope. Scheiße. Das nächste Bambus-Biom ist 1171 Blöcke entfernt. Aber ist er denn schon in der Nähe vom. Aber ist er denn schon in der Nähe vom. Vom. Bambus. Vom Dingesbiom? Vom. Vom normalen? Er ist gerade in einem normalen Dschungel. Ich hab auch schon deine Kakaobohnen fertig. Hurra. Sehr viele davon. Ich brauch jetzt nur noch einen Setzling, dann kann ich mich auf den Weg machen zum Bambus. Also ich brauche. 16 und 12. 16 für Block und 12 für den Teppich. Mal sehen, wie viele wir haben. Ich habe 64 plus 11. Könnte reichen. Ganz knapp. Gerade so. Vielleicht. Optional. Und ich mache gerade Eisen. Eisenbarren. Ah, ich habe den letzten Setzling. Yay. Okay, wo geht's hin zum Bambus-Dschungel? Ich brauch die Koordinaten. Minus 1292, minus 5208. Jo. Fallen die Ambosse ja auch so schön, wie sie, wie man sie kennt? Wenn man sie auf den Erdblock stellen und dann Erdblock abbaut, fallen die dann auch so toll runter? Ja. Oh. Ja, du kannst Leute damit umbringen, wenn du Lust hast. Dann wollen wir mal Tod durch Amboss machen. Tod durch Amboss. Übrigens, der Vogel hat überlebt. Woo, mal gucken, wie lange noch. Ja, ich glaube, der Hund ist tot. Also. Wir sind mal gespannt. Ups, ich gehe in die falsche Richtung. Hier lang. Um das Tränkedings, das versuche ich jetzt nicht zu bauen, das ist. Oder geht das leicht? Den Tränkenstand. Da brauchst du Dinge aus dem Nether fürs Tränketeil. Okay, dann lassen wir das mal lieber. Ja. Und was ist das grüne Zeug, Prof, was dort in der Liste ist? Das grüne Zeug. So grüne Blöcke sind dort gesucht. Ich würde vermuten. Nee, ich vermute doch nichts. Oh, wir sind hier wieder, hey. Du musst auch in ein anderes Biom rein. Ja, er muss zum Dschungel. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was für Blöcke das sind. Ich guck mal rein. Minecraft-Wiki. Weil dafür ist die. Nicht das Minecraft-Wiki, sondern man sieht einfach auf dem Screenshot, den du geschickt hast, einfach nur beschissen. Tja. Wen wundert's? Screenshots funktionieren nie so, wie sie sollen. 27. Die unteren grünen Blöcke sind grüne Wolle. Ah, grüne Wolle. Und wie fährt man grün? Mit Kaktus. Okay, eine Wüste haben wir in der Nähe. Also, gleichzeitig. Nee, in Anführungszeichen. Und das andere ist. Glaube ist das nicht beides Wolle? Ist nicht beides das gleiche? Nein, das andere ist Zement bzw. Beton. Das kriege ich woher? Dazu brauchen wir Ton. Das kriegen wir aus dem Sumpf, oder? Bräuchten wir eine Claywürste für, oder? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich habe mit dem Zeug noch nie gearbeitet, großartig. Ich auch nicht. In Survival. So. Ich kenne die nur aus Creative, ehrlich gesagt. So, mache ich jetzt einen Eisenblock. Oh, ich bin wieder im Dschungel gelandet.
So ein Eisenblock. Trockenbeton wird aus Kies und... Oh mein Gott, das ist ein Rezept, Eisenblock, was Kies braucht. Oh mein Gott, endlich. Eins. Nach all diesen Jahren. Nach all diesen Jahren ein Rezept, zwei, das Kies braucht. Hurra, endlich ist es zu was nütze. Was brauchen wir sonst noch? Clay, oder? Nee, Sand und Kies. Zwei. Sand, Kies und drei, den Farbstoff, den man haben möchte. Das ist ja super easy. Warum benutzt man das dann nie? Und ich hab einen Amboss. Hurra. Und Eisenklumpen. Nur mal so zum Spaß. Erstmal macht man Trockenbeton, den schmeißt man dann sprichwörtlich ins Wasser. Also du musst ihn setzen, lol, und ins Wasser schmeißen. Ist ja spannend. Wird dann zu richtigen Beton. Lol. Das müssen wir mal machen. Wasser haben wir. Bambus, hey! Hurra. Okay, jetzt sehen wir, ob wir den normal abbauen können. Boing. Ja, kann man. Warum kann ich den da nicht aufnehmen? Ist denn Inventar voll? Ja. Wer hätte es gedacht? Jetzt solltest du ihn vielleicht mal einsammeln. Ich hab Bambus, hey. Und der Bambus wächst schon wieder weiter. Yo. Lass mich mal zurückporten. Wir haben alles. Flash DP. Nach Zwergenfürst. Ich hoffe, du bist an keiner unpraktischen Stelle, Zwergi. Oh doch. Wie unpraktisch. Sehr unpraktisch. Ich teleportiere mich erst zuerst. Ich mach's anders. Okay, ja, Ich wollte es nur mal ausprobieren. Das ist einfach unpraktisch. Wow. Oh, du Vogel. Ja, sehr schön. Oh cool, apropos Vogel, meiner sitzt gerade auf meiner Schulter. So, jetzt bin ich aber an einer praktischeren Stelle. Okay. Cool. Nur der Vogel ist auch mitgekommen. Ah ja. Nice. Nur der Hund halt nicht. Den ist wahrscheinlich irgendwie. Du kannst jetzt Modi teleportieren. Ich bin schon. Ach so. Modi ist jetzt. Ich hab nichts erstmal zu dir teleportiert im Spectator-Modus, weil da bin ich sicher. Und dann eine andere Stelle rausgesucht, wo ich Modi absetze. Okay. Ah. Mein Vogel existiert so jetzt hier. Jetzt habe ich endlich mal ausprobiert, wie man durch Amboss sterben kann. Herzlichen Glückwunsch! Wir wollten Bambus. Ich setze den einfach mal. So, wo kommt der Amboss hin? Hier, würde ich sagen. Hier ist doch ganz nett. 1, 2, 3, 4. So, jetzt Prof, verrat mir mal, was das neben dem Amboss ist auf der Liste. Ach du Scheiße. Das ist ein Blumentopf oder so. Neben dem Amboss. Das ist ein Blumentopf oder so. Blumentöpfe, ja. Die machst du auch aus Ton. Okay, dann brauch ich jetzt wohl Ton. Oh, den findest du im Fluss. So, haben wir irgendwo Platz für Dschungelbäume? Auf deinem Haus. Nein. Ja. Oh, wobei. Ah, nee. Ich hab kurz drüber nachgedacht, aber es sieht dann doch ein bisschen zu scheiße aus. Hier müsste doch eigentlich nur Platz sein. Können wir die Bäume hier noch wegmachen? Zwergi. Da ist er, ja. Die ist er. Ja. Der Tod ist recht gut zu unterscheiden. Der Matsch hier, oder was? Nee, das ist Dirt. Das daneben, das graue Zeug. Das ist Sand. Das graue Zeug, da wo ich gerade drauf stehe. Das graue, nicht das gelbe. Aha. Geht schneller mit einer Schaufel. So. Ach du Scheiße, ich hab aber keine Schaufel. Oh, okay, ja, okay, das geht schnell. Das geht sehr schnell. Schneller machen. Mach mal.
Ich habe aber definitiv keine Schaufel. Wie viel brauche ich für 3 Blumentöpfe? Oh, der Dschungelbaum ist da. Du brauchst ja auch Ton auch noch für andere Teile. Ich habe jetzt 16 Ton. Ja, du brauchst ja auch noch die anderen Tonblöcke. Okay. Die Ziegelsteine. Dafür brauchst du ja auch Ton. Oh nein. Dann wohl eine Menge. Ja. Hast du schon was abgebaut, oder? Ich hatte schon woanders was abgebaut gehabt. Weil ich halt auch noch unten für die Kneipe, die ich reinbasteln will in mein Haus. Ja. Falls jemand Dschungelholz braucht, ist es der große, dicke Baum hier in der Mitte. Ich brauche Kakaobohnen. Ich bin mir ganz sicher, dass das Dschungel ist. Es könnte auch Eiche sein. Man weiß es nie genau. Ah ne, Dschungelholz sieht ziemlich scheiße aus. Ja. Ich hab's noch mitgenommen. Bambus mangelt's jedenfalls nicht mehr. Nee, Bambus haben wir. 2, 3. Ich setz mal die Tick-Speed wieder auf normal. Ja. Wobei das Zeug wächst selbst dann richtig fucking schnell. Ah, ich hab ihn jetzt. Ich hatte die Tick-Speed konstant jetzt eigentlich die ganze Zeit auf 30 stehen. Dann hatte ich sie gerade eben auf 2000 gesetzt. Okay, ich habe jetzt 36 Tonklumpen. Das reicht erstmal für einen Blumentopf, oder? Nein. Blumentopf braucht, glaube ich, nur 3 Ton. Wobei, beziehungsweise 3 Ziegel, glaube ich, waren es sogar. Und einen Sand habe ich, das hätte ich vielleicht müssen. Ich baue erst meinen Bambus ab. Was will Wuffels? Das ist mir zu anstrengend, den Bambus abzubauen. Ich habe schon 2 Stacks voll. Hast du Kakaobohnen mitgebracht? Scheiße, die habe ich vergessen. Oh. Ja, hier, 11 Stück. Wo bist du? Oben. Wo oben? Am Feld. An welchem Feld? Ach, an deinem Feld. Das Feld, was gerade brennt, oder was? Nein, hoch am Himmelszelt, da pflanze ich was heute Nacht. Bei der Maus! Und wir haben Bambus. Feld. Gut. Hier! Auf deinem Haus! Ach, auf deinem Haus. Auf deinem Haus! Jo. Hier. Herzlichen Dank. Oh, da kann man Cookies draus machen. Ja, jetzt fällt mir ein, was ich mit dem scheiß Dschungelholz machen wollte. Ich baue es mal eben ab. So, dann mache ich mal... Oh nein! Braune Wolle färben. Nein! Ach, die Wolle habe ich gerade nicht mit. Ich kann mir doch jetzt den Blumentopf machen. Ich bin am Spawn gelandet. Blumentöpfe. Oh, hier ist Schleim. Wollte nicht jemand Schleimblöcke haben? Der verfolgt mich gerade. Ja, Schleim kann ich. Kann ich meinen Dings aus. Mich gerade. Hey. Hey, Bruder. Schleimblock. Hey, Bruder. Wo ist denn das Rezept? Wo ist denn das Rezept für. Was? Ja, nicht mein ganzes Zeug sammeln. Für den Blumentopf. Nein! Musste erst den Ton brennen. Dann kannst so. Du was draus machen. Na dann. Au. Das ist mein Zeug. Hey ho. Achtung, let's Creeper. Go. Ah, hier ist mein Zeug. Ah. Okay, hier kommt Schleimblock. Schleim. Oh mein Gott. Boom. Wie viele fucking Creeper sind hier? Alle. 42 Eisen. Ich befürchte es. Ich bring die mal eben kurz mit zu deinem Haus. Was, wie zu meinem Haus? Damit ich nicht der Einzige bin, der davon getroffen wird. Ey! Ich will eigentlich nur den Schleimblock mitnehmen. Spring doch das ganze Haus in die Luft. Ja, wenn ich genug Creeper hätte. Okay, hier kommt der Schleim. Ah, okay, jetzt habe ich Nebenziegel. Der Schleim kommt nicht durch. Ziegel, neue Rezepte, Blumentopf. Aha.
Ein Frohblumentopf. Eine Laterne, die brauche ich auch mal bei der Gelegenheit. Auch gar nicht so schwer zu machen. Neun Eisenklumpen habe ich hier. Eine Laterne kriege ich hin. Ich verprügle gerade einen Zombie mit dem Stock. Die brauche ich, glaube ich, auch für das. Eine Laterne brauche ich, glaube ich, auch für das Ink. Ja, eine Laterne brauche ich. Ne, fünf brauche ich sogar. Wollte jemand diesen scheiß Schleimblock oder wollte niemand den? Ich könnte es in mein Haus einbauen. Deshalb. Ja gut, dann hol dir den Scheiß. Wo bist du denn? Ich bin jetzt schon dreimal gestorben. Ich habe doch dreimal gesagt, ich bin bei der Baumfarm. Okay. Was machst du auch? Also wirklich? Wenn halt niemand reagiert, mein Gott. Kannst mich auch. Wo, bei der Baumfarm? Ich bin auch bei der Baumfarm. Ja, schön. Jetzt bin ich gerade gestorben zum dritten Mal. Irgendwo hier müsste er. Hier bei mir. Ah. Ich such dich. Lass den Namen einfach einblenden. Och, meine Fresse. Wie zum Fick schaffst du das? Name ist eingeblendet eigentlich. Weil er so ein scheiß Kinderzombie ist. Oh, Creeper. Ich meine Enderman. Schön, einfach nicht anschauen. Zeit für den Ender-Creeper. Oh Gott. Bring die Leute nicht auf Ideen. Ender-Creeper teleportiert sich zu dir, um direkt zu explodieren. Ja, genau, ist ja so schlimm. Sehr schön. Wobei, oh nein, hier sind Creeper. Das muss doch jetzt reichen für einen Blumentopf, oder? Okay, also keine Schleime. Dann halt nicht. Hier raus. Eins. Diese scheiß Baumfarm! Zwei. Was machst du denn da? Schläfst in mein Bett hier. Es sind Monster in der Nähe, du kannst nicht schlafen. Ich gehe in meinen Kopf. Aha, was hast du denn gemacht? Was? Och komm, was für ein Monster in der Nähe. Ach, das ist das gerade seinen Bogen durch meine Tür hält. Sehr schön. Hab ich eine Axt dabei? Frag mich, was für ein Monster das wohl ist. Okay, ich habe keinen Stein dabei, scheiße. Hey, mittlerweile ist auch ein Zombie dabei. Oh, da ist ein Creeper. Hallo Creeper, tschüss Creeper. Oh, Mini-Zombie, tschüss Mini-Zombie. Eisen habe ich jetzt genügend. Ich versuche mich gegen ein Skelett zu verteidigen. Ich habe Melonen. Ein Baby-Zombie vor der Tür. Ich bin gestorben. Und ich bin in meinem Zeug gespawnt. Nice. Das ist auch ein Argument. Du kannst mich nicht töten, ich habe Melonen. Stimmt doch. Eins. Ich kann mich einfach gegenheilen. Zwei. Verdammt. Nein! Ciao! Ich brauche jetzt all das Eisen für Laternen. So ein Trick. Okay, Skelett ist tot. Zombie auch. Das ganze gute Eisen hier von. Ich hab keine Sticks mehr, glaube ich. Wann habe ich Tintensäcke gesammelt? Ich hab keine Fackeln mehr. Das war intensiv. Das muss jetzt reichen. Wir wünschen euch frohe Weihnacht. Wir wünschen euch frohe Weihnacht. Mir läuft gerade Mittelaltermusik. Ich wollte eigentlich den verdammten Dschungelbaum da unten abbauen, weil ich was mit dem Holz vorhatte. Oh Mann. Immer diese Holzköpfe. Ach so, Wolle färben wollte ich noch. Und ich gehe runter, ich explodiere. Sehr schön. Ich hasse Creeper. Wer hasst die nicht? So, Wolle färben.
So. Mein Scheiß ist wieder da. Will noch ein Creeper in mir explodieren? Hm? Brauner Farbstoff. Jetzt. Schießpulver, super. Wie viele braune Blöcke brauche ich? Alle. 16. Hier. Dann fangen wir mal mit dem Abbauen an. 7, 8. Ich baue mich jetzt erstmal schön von oben nach unten durch den Baum. Viel Spaß. Eine Axt dabei. Ja, Holz brauchen wir, werden wir auf jeden Fall nie wieder brauchen. Die brauchen wir noch. 16. Sechsundzwanzig. Sehr schön. Braune Wolle, davon brauche ich genau 16, wenn ich das sehe. So, Teppich. Ein brauner Teppich. Brauche ich 12 von. Oder brauche ich jetzt mal weiße Teppiche für. Kannst auch direkt Wolle färben. Und die Wolle zu Teppichen machen, oder? Ja, natürlich. Was willst du sonst machen aus Dreck? Jetzt erstmal die. Ach so, die Wolle kann ich ja. Ach stimmt. Ich mach trotzdem erstmal. Drei, sechs, neun, zwölf. Wie viele brauche ich? Genau 12. 12 Teppiche. Teppiche färben. Irgendwie nicht. Ich glaube, das muss ringsrum. Ja, genau. Oha, da brauche ich noch mehr Wolle. Ich weiß nicht, ob da meine Wolle für reicht. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, sind doch 8 Teppiche. 12. Blöd gefragt, hat ein Dschungelsatz denn eigentlich für einen Baum gereicht oder braucht man immer 4? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr, ich habe die schon so lange nicht mehr benutzt. Ich habe hier nur einen rausgekriegt, deshalb. Okay, jetzt habe ich 16 Wolle und 16 Teppich. Mehr als ich brauche. Wie viel Dschungelholz habe ich denn? Ich habe fast einen. Sehr schön, da kann ich mir noch einen Cookie machen. Wow. Ich habe auch noch 64 im Inventar. Nee, für Cookie, Weizen brauche ich, das habe ich.
Keks. 8 Kekse. Nice. Sehr schön. Dann tun wir es erstmal in die Kiste und dann schauen wir mal, was uns noch fehlt. Ja, ich probiere in der Zeit mal aus, ob es mit einem Setzling auch geht. Okay, ich sollte was essen. Ich habe doch Cookies mit dabei. Ich habe genug dafür. Vielleicht nicht unbedingt ganz in den Rand. So. Die bringen ja gar nichts, die Cookies. So, was ich machen wollte, ich wollte eine braune Wand machen. Okay, 7 Cookies, damit man satt wird. Das ist ja realistisch. Das ist realistisch. 7 Cookies, 7 große Cookies, damit man satt wird. So, ein Lagerfeuer brauche ich dann noch gleich. Okay, hier eine Lampe. So, ich habe jetzt auf jeden Fall eine Kakaobohnenfarm. Oh, es reicht ein Setzling. Hey. Okay, da kommen die 3 Blumentöpfe hin. 16 Wolle. Teppich. Okay, die untere Reihe ist voll. Sehr schön. Wenn du noch mehr braunen Farbstoff brauchst, ich farm gerade hinten. Oh, braunen Farbstoff bin ich jetzt, glaube ich, fertig. Jetzt brauche ich ein Lagerfeuer, Knöpfe. Ja, gut, du brauchst halt potenziell noch braunen Beton. Ich weiß ja nicht, was für ein Ding du genau brauchst. Grün Beton brauche ich. Und grüne Wolle, wie es ausschaut. Den kriegst du easy. Ich hoffe, ist das grüne Wolle, oder? Drauf ist abhanden gegangen, kommen.